Ja, Freunde, ich bin hier gerade bei den 24 Stunden von Le Mans, der 88. Auflage dieses legendären Rennens. Und ja, es ist gleichzeitig ein Abschied einer besonderen Ära, denn zum letzten Mal werden hier die LMP1-Autos an den Start gehen. Die werden dann nächstes Jahr durch die neuen Hypercars ersetzt. Ja, und da hier alle so ziemlich coole Fortbewegungsmittel haben, habe ich mir gedacht, brauchst du auch mal irgendwas Cooles? Und ich habe was gefunden. Das, Freunde, ist der Blimp. Und das ist ein Luftschiff von Goodyear. Unsere Freunde von Goodyear, ja, die haben mich eingeladen, hier mal eine Runde mit diesem Zeppelin, mit diesem Luftschiff, über die Rennstrecke von Le Mans zu drehen, während hier unten das Rennen läuft. Und ja, das möchte ich natürlich euch mit euch teilen, das ist schon was ganz Besonderes. Ganz kurz etwas hier dazu. Dieser Blimp hier im Hintergrund, der ist 75 Meter lang, also ein Dreiviertel Fußballfeld. Das ganze Ding ist 19 Meter breit und 17 Meter hoch. Also richtig großer Brummer hier. Und das ist tatsächlich auch das größte halbstarre Luftschiff der Welt. Ja, und so viel zur Theorie. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Und ich nehme euch mal mit hier auf so eine Reise mit dem Blimp. Innerhalb von ein paar Minuten waren wir hier schon oben in der Luft und wir schweben hier gerade mit ungefähr 300 Metern Höhe über der Rennstrecke von Le Mans. Vielleicht könnt ihr hinter mir sogar ein bisschen die Autos hier hören, also die schallen bis nach oben hin. Und wir können euch die Rennstrecke leider aus Lizenzgründen eben nicht zeigen, aber da sollen sie sich davon abhalten, hier noch ein bisschen was über diesen Blimp zu erzählen. Den hat bestimmt jeder von euch schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen. Und zwar ist er jetzt zurückgekehrt nach Europa. Ja, der war fast 10 Jahre lang weg, das letzte Mal 2012 in Europa gefahren. Und jetzt fliegt er eben wieder hier in Europa, und zwar in Le Mans. Die Europa-Version, das ist eines von 3 Blimpschiffen. Die anderen 3 sind in den USA beheimatet, fliegen da über NASCAR-Rennen, auch über die NBA, über College-Football oder auch über große Golfturniere. So, ich zeige euch noch ein paar Bilder hier, während hier Hubschrauber um uns rumkreisen. Das ist schon wirklich spektakulär. Ja, der Blimp und seine Europageschichte, die reicht auch weit zurück. 1972 bis 86 war der Blimp schon mal in Europa unterwegs, unter anderem über tolle Autorennen geflogen, die 24 Stunden von Le Mans, den Formel 1 Grand Prix auf dem Nürburgring oder auch bei Golfturnieren bei den French Open und sogar bei Hochzeiten des britischen Königshauses flog der Blimp quasi drüber und hat das Ganze von sehr weit oben beobachtet. So, ich darf meine Maske mal kurz abnehmen, weil ich hier doch genug Abstand zu den Kollegen habe. Da passen wir natürlich alle drauf auf, auch im Media Center an der Rennstrecke in Le Mans. Und ich muss es aber euch mal ganz kurz hier ein bisschen zeigen. Also es gibt hier 12 Plätze. Aktuell sind wir hier mit 6 Kollegen unterwegs, die eben auch von Goodyear eingeladen wurden, sich mal das Rennen aus dieser sehr, sehr speziellen Perspektive anzuschauen. Es gibt im Hintenraum übrigens, gibt sogar eine Toilette. Ich bin nicht ganz sicher, wo das Geschäft dann hingeht, aber das wollen wir an der Stelle mal nicht hinterfragen. Und wenn ich mich jetzt hier mal ganz kurz umdrehe, um euch das mal den 360-Grad-Blick zu geben, schaut mal hier vorne, hier sitzt der Kapitän, seine Kollegin und die beiden steuern eben hier den Blimp. Das ist richtig spektakulär aus hier vorne. Schaut mal, wie viele Knöpfe und alles hier gibt. Das ist ja fast wie im Rennauto und wahrscheinlich ganz genau anspruchsvoll. Wirklich tolle Betreuung hier, kann man nichts anderes sagen. Für uns natürlich in Zusammenarbeit mit Goodyear ist es ein einmaliges Erlebnis. Man kann auch im Hintergrund hören, wie laut das ist und so. Das haben wir nicht alle Tage. Natürlich sind die Flüge auch sehr anspruchsvoll, deshalb wir fliegen auch mal zu zweit. Also nicht bei mir, weil gerade hinten sitzt da vorne keiner. Catherine Boss ist gerade am Fliegen. Und ja, wir sind froh hier zu sein und das ist echt ein cooles Erlebnis. Ja, und jetzt fliegen wir gerade ganz sanft und wahnsinnig ruhig über Le Mans. Und das auch nicht natürlich ohne Grund, denn Goodyear feiert hier mit dem Blimp die Rückkehr in den europäischen Motorsport. Aktuell bei diesem Rennen, was hier gerade unter uns läuft und wirklich spektakulär aussieht von oben, stattet Goodyear 5 Teams aus der LMP2-Klasse mit den eigenen Reifenprodukten aus. Ab 2021 wird Goodyear dann die komplette LMP2-Klasse in der WEC Langstreckenweltmeisterschaft und auch in der European Le Mans Series, also der ELMS, in der ja unter anderem Sophia Flörscher tritt, ja mit seinen eigenen Reifen ausstatten. Also großer Einschlag wieder zurück im europäischen
Motorsport. Daneben gibt es noch weitere Engagements, zum Beispiel in der neuen Pure ETCR-Rennserie, die dann auch im nächsten Jahr ihr Renndebüt feiern wird. Goodyear liefert die Reifen exklusiv als Ausstatter für die neue Serie, ist auch auf der Nordschleife aktiv, in der NLS, ehemals in der VLN, also der Nordschleife-Langstreckenserie, mit Reifen unterwegs und auch nächste Woche hier. Es geht direkt weiter mit dem Blimp von Le Mans auf den Nürburgring. Ja, im Rahmen des 24-Stunden-Rennens startet ja auch die WTCR, die Tourenwagen-Meisterschaft. Und auch in der kommen Reifen exklusiv von Goodyear zum Einsatz. Ja, der Blimp, das ist nicht nur ein ziemlich spektakulärer Markenbotschafter. Nein, der hat auch seinen Zweck. Und zwar ist hier eine Hightech-Kamera montiert, die Luftaufnahmen von den Rennen hier in Le Mans und eben auch dann am Nürburgring für die Zuschauer live übertragen wird. Richtig coole Sache, sieht doch wirklich toll aus von oben, muss man mal so sagen. Der Vorteil ist, im Gegensatz zum Hubschrauber ist dieser Blimp hier ganz schön ruhig. Also man hört quasi gar nicht diese Rotoren oder irgendwas in der Art. Es ist ruhig. Und was auch noch eine wirklich coole Sache ist, dieser Blimp kann sich in der Luft stehend um die eigene Achse drehen. Muss man sich mal vorstellen, der rotiert hier einfach ganz in Ruhe über der Rennstrecke von Le Mans, die übrigens hier 13 Kilometer lang ist, aber das habt ihr schon eh gewusst. Außen montiert sind drei Motoren, jeweils 200 PS. Nimmt man die zusammen, dann sind das 600 PS und das ist ungefähr so viel Power wie bei einem LMP2-Rennwagen. Allerdings ist der Topspeed hier beim Blimp nicht ganz so hoch wie in Le Mans unten auf der Strecke. Insgesamt ungefähr 125 km/h Topspeed sind in der Theorie beim Blimp drin. Wir cruisen hier gerade mit ungefähr 60 km/h über die Rennstrecke. Aber für uns ganz gut, denn unten ist es laut genug und auch schnell genug, dass man hier oben auch mal kurz ein bisschen abschalten kann. Muss man natürlich auch mal dazu erwähnen, die Geschichte des Blimp, ja, die reicht schon fast 100 Jahre zurück. 1912 gab es ein paar Ingenieure bei Goodyear und die haben damals spezielle Gewebe als Stoffe für diese Luftfahrtschiffe gefertigt, weil man damals ja davon ausgegangen ist, ja, so ein Zeppelin, das könnte der neue Standard in dem Lufttransport werden. Naja, es ist ein bisschen anders gekommen. Am Ende haben sich dann doch die Flugzeuge durchgesetzt, die auch etwas mehr Kapazitäten haben. Wir sind hier gerade mit 6 Kollegen unterwegs. Natürlich, ihr wisst, wir müssen Abstände halten. Normalerweise haben 12 Menschen Platz in so einem Blimp. Ja, und seit 1924 gibt es eine Zusammenarbeit mit Zeppelin. Das ist ein deutsches Unternehmen. Habe ich vorher auch nicht gewusst, habe ich mir eben sagen lassen. Spannende Nummer. Und ja, seitdem rührt diese Geschichte hier zurück mit dem Blimp und bei uns eben auch im Motorsport. Ja, wir wollten mal wissen, was denn so eine Blimp-Zeppelin, was das ungefähr kostet. Ja, wird man es nicht so ganz genau sagen. Also laut Medienberichten soll so ein Blimp ungefähr 20 Millionen kosten. Ja, das ist natürlich schon eine stolze Summe, aber als Werbeträger ist es natürlich absolut perfekt. Schaut euch das mir an. Also wirklich, halb Frankreich kann hier gerade den Goodyear-Blimp oben am Himmel sehen. Wahrscheinlich eine ganz gute Werbemaßnahme, die man hier seitens dieses Herstellers, übrigens 64.000 Mitarbeiter weltweit, finanzieren konnte. Wir sollten eigentlich schon landen. Jetzt darf ich mich mal ganz kurz melden, denn wir dürfen ein paar Extra-Runden drehen. Ich freue mich natürlich. Und wisst ihr warum? Das verrate ich euch jetzt exklusiv. Wir müssen hier ein bisschen rumcruisen oben in der Luft, weil ein gewisser Jean Todt ganz gerne sehen würde, wie der Blimp hier eben landet, wie das funktioniert. Denn der liebe Jean Todt, unser aller FIA-Präsident, der wird hier direkt nach mir einsteigen und darf dann eben auch mal hier mit dem Blimp eine Runde drehen. Wird dem bestimmt genauso gut gefallen wie mir. Übrigens, direkt vor mir war dran Dr. Wolfgang Ulrich, der frühere Audi-Motorsportchef und auch McLaren-Chef Zac Brown habe ich hier schon irgendwo an Bord in der Ruhr vor mir gesehen. Also, ich bin hier wirklich in prominenter Gesellschaft, kann man ja anders sagen. Und in dem Sinne wünsche ich Jean Todt viel Spaß beim BIM-Flug. Ja, Landeanflug von da oben hat ungefähr 10 Sekunden gedauert. Ich habe mir jetzt alles viel länger vorgestellt und noch viel, viel so smoother und cruisiger, aber das geht dann relativ schnell. So, jetzt sind wir hier schon unten wieder auf dem Boden, warten auf die nächste Gäste. Wie gesagt, Grüße an Jean Todt. Jetzt setzen wir hier gerade auf. Das kann ich euch mal versuchen, so ein bisschen irgendwie mitzunehmen, dieser Geschichte hier. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Das hört man jetzt. So, jetzt sind wir schon quasi aufgesetzt. Hier kommen gerade so ein paar Kollegen an mit Gewichten und die machen sie jetzt hier quasi am Blimp fest, damit der Junge auf dem Boden bleibt und wir müssen jetzt gleich schnell raus, denn wie gesagt, dann kommen die nächsten Gäste. Grüße an Jean Todt.
ja, das war's. Mein Flug mit dem Goodyear Blimp. Also ein richtig, richtig cooles Erlebnis. Le Mans, wie ich es wirklich noch nie gesehen habe. Und ach, schaut euch das an. Das sieht auch einfach cool aus, dieser Blimp. Also kann ich jedem nur empfehlen. Es gibt die Möglichkeit, sowas auch zu buchen. Da möchte ich jetzt aber keine Werbung machen. Da könnt ihr euch selber drum kümmern. In dem Sinne, für mich geht es jetzt zurück an die Rennstrecke. Für den Blimp geht es weiter an den Nürburgring. Naja, 24 Stunden Rennen wartet. Mal schauen, wer schneller von uns da ist. In dem Sinne, au revoir und alles Gute.